Beherrscher auf Rat auf 3, Hammer. Jemand beobachten können, was für eine Topspeed Dennis vorne hat. Oh Wunder. Thank you.
Dennis hat einen Flügel irgendwie. Da kommt 13. im zweiten Sektor mal ran. Meist nehme ich ihm die 13. auch wieder weg im dritten Sektor.7 Sekunden zwischen dir und Dennis.
vorne 86, hinten 87 ab. Sprich? Nö. Das soll auch kein Prozent sein. Oh, scheiße, das waren die Reifen. Ah, ne, 85 jetzt. Vorne. Und hinten 6 und 8. Auch 87. Stück für Stück holt er auf. Wenn du näher an dem dran wärst, kann ich ein paar Tricks anwenden. Das Auto da nicht reinrufen will, ey. Scheiß Tribünen, man sieht doch gar nichts, ey. Ich habe gerade überhaupt nicht gesehen, wo Dennis ist. Jetzt haben wir einen Windschatten, 19. unter mir. Thank you.
Mitarbeiter sind langsam im Arsch. Der ist direkt unter mir. Ende dieser Runde fahre ich rein. Weiß hier jemand, wie lange ein Stop dauert? Wie viel? Das wäre super, dann gehe ich noch vor Party. Der Dennis fährt auch rein. Gleiche Runde. Medium.
zumindest. Ja, anscheinend auch. Da muss die genauso schnell auf Temperatur gebracht haben mit Medium Quiz oder so. Ich lasse dich nicht so vorbei, Dennis. Wie mein Herz gerade am Schlagen ist.
Wenn man da überhaupt nichts sieht mit diesen behinderten Tribünen, Alter. Bin mir aber auch nicht sicher, also in dieser Doppel-Links-Kurve, Doppel-Links stand Salle und ich glaube eine Kurve vorher oder zwei Kurven vorher hat mich Dennis überholt. Dönert hat mir schon gelb angezeigt. Was dann richtig ist, ob das dann legal war. Aber ich habe aber kein R jetzt geschrieben. Verbremst sich jedes Mal in der Kurve, aber ich kann das in der ersten Kurve, aber ich kann da nichts machen. Ich sehe einfach kaum was, wo er ist. Wo bist denn du überhaupt?
Jetzt verbrauchen die Reifen, also sind die Reifen genauso gut wie hinten. Nein, andersrum, genauso, also hinten. Ich habe jetzt vorne links 80 und hinten links 77. Das war im ersten Stint viel schlimmer. Das war der Druck nach ihm. Muss weiter so Druck machen, auf Dennis. Der Abstand darf nicht größer werden. In diesem scheiß Tribünen habe ich einfach Angst, später zu bremsen. Nicht, dass ich nachher volle Pulle abräume. Runter vom Sand, Junge. ...2,6 Sekunden schon, meine Fresse, ey. Okay, dann spielen wir ein anderes Spiel. Komm, bleib locker, Junge. Lass ihn doch jetzt nicht so abreißen, ne? 3 Sekunden schon. Schatz, mach einen Fehler. Sei bitte ein Schatz. Fahr auf diesen Körper, nur auf diesen Körper und dreh dich dann weg, mehr nicht. Ich hätte mich jetzt schlapp gelacht, wenn ich das gemacht hätte, das mit dem Körper. Mir wird's gefallen, wenn das tun würde. Denkt der Qualle vorne weg und wir haben wieder 1-2 vor in der. Naja, 3,5 Sekunden jetzt, ey. Abstand nicht zu groß werden lassen, sonst lohnt sich das dann nicht, wenn ich meine Strategie umstelle.
Abstand wird immer größer. 3,6, 3,7. Ich habe versucht, so hart wie möglich gegenzuhalten. Das ist nochmal die Hälfte von... Ja. Gut, dann reicht das ja mit den Bremsen. 56,9 vorne, 61,6 hinten. Runde 27. Das sind noch 30 Runden, richtig? Boah, für wie viel habe ich noch Sprit? 31,9. Läuft. Schon 4,4. Ne. Ich glaube, ich brauche meine Strategie jetzt dann umstellen. Ich hole noch so nicht. Deswegen überpusht das Auto nicht und fahr, was du kannst. Habe ich im Ferrari auch gemacht. Ich versuche mal krampfhaft an Dennis ranzubleiben, aber das führt zu mehr Fehler. Jetzt habe ich schon wieder ein 13. verloren. Ich habe das Auto weggeworfen, ey. Leider hält noch die Reifen viel zu lange, dass wir noch so lange warten müssen. Thank you.
anderen Seite, was soll's? Dann gewinnt er halt. Ich auch, aber... Was soll ich machen? Ich kann da nicht... Versucht einfach mitzuhalten, aber ich verliere immer mehr Zeit. Und ist halt nur, er macht wieder 10 Punkte auf dich gut. Kommst du denn mit 2 Stop klar? Ja. Ich könnte ja noch einen Stop. Ich könnte ja sonst noch einen Stop einlegen. Wo ist Lucky? 57 hinter mir, Fernandes 1 Minute 12. Können wir vielleicht einen extra Stop einlegen oder so. Damit du dann noch 2 vorkommst. Aber das wird dann einfach nicht reichen. Weil die 27 hinter mir ist. Das müsste schon heißen, dass ich jetzt gleich, wann auch immer ich dann reinfahre, wann auch immer die Reifen kaputt sind, dass ich dann einfach auf hart fahre und das Rennen damit beende. Weil dann müsstest du ja auch noch die harten fahren. Bring dich an, Minion. Du hattest ja noch die kaputten Reifen da drauf, ne? Als Dennis und ich in die Box gefahren sind. Okay. Den schaue ich mir nachher nochmal an. Habe ich hinten zum ersten Mal gelb. Hinten links 49% Reifen. Ja. Ja. Wir drehen auch öfters die Reifen durch halt beim Beschleunigen. Vorne links. Das war im ersten Stint komplett anders war, da hatte ich auch vorne viel mehr als hinten. Ich lasse auch das Auto auf der Hinterachse durchrutschen in der zweiten Kurve. Thank you.
Und wenn von hinten keine Gefahr kommt. Vielleicht auch Lenkerprobleme. Nur 7 Sekunden zu Dennis, also kann ich fahren lassen. Nur der trainiert jetzt einfach nur. Hättest du mir nur in Singapur gesagt, dass das ein Vorteil ist, mit Traktionskontrolle zu fahren? Würde es vielleicht anders sein. Runde. Vielleicht schaffe ich noch 4 Runden oder so. 20 auf dem Harten. Hält ihr das für realistisch? Ich habe hier eigentlich bis Runde 20 runterfahren wollen. Also bis knapp 30%, aber ich glaube, ich bin bei 45 oder so reingefahren. Ich musste ja meinen Stop quasi vorziehen. Dennis hat einen Fehler gemacht, hat eine Sekunde verloren, die hat aber dann sofort wieder aufgeholt. Eigentlich hätte ich die Runde vorher sogar reinfahren müssen. In der Runde, als er den Fehler gemacht hat. Aber ich will wissen, ob Dennis dann auch auf die Harten wechselt, weil wenn ja, dann ist diese Sache, glaube ich, eh gegessen. Voll bei 7 Sekunden. Eine Sekunde langsamer bin, dann sollte es trotzdem ausreichen, trotz extra Stop vorne zu bleiben. So gesehen hätte ich dann keine Chancen, egal was ich dann mache. Thank you.
fährt jetzt rein. Medium. Scheiße, soll ich jetzt mit ihm spielen oder soll ich? Sie bringt's nicht. Ey, ich bleib auf hart. Ich poker. Ich glaube, auf dich habe ich auch nichts mehr zu verlieren. Ich glaube, du bist so weit weg. Wie viel hast du? Aber ey, ich weiß ja keine Pulle, keine Zahlen. Und der ist 12 Sekunden noch hinter mir. Ich habe deswegen auf 5, weil ich war mir sicher, dass das nicht reichen wird. Was für eine Balance fährst du denn? Ich fahre 54. So, und jetzt ist er vorbei. Sprit habe ich noch 22 Runden. Das sollte reichen. Wir 10 Sekunden Rückstand auf Dennis. 9 Sekunden. Wenn man ihm jetzt noch plus 20 draufrechnet auf den Stop. Das wäre dann plus 10 für mich. Aber wie viel? Ich glaube, der fällt bis zur vorletzten Runde oder so. Das wären plus 19 für ihn. Wenn er dann eine Sekunde schneller ist mit dem Medium als ich auf den Harten, dann macht er noch 19 Sekunden auf mich gut. Und der hat ja schon 10. Nur ein 30, da kannst du auch ruhig die 20, sogar 25 Sekunden abziehen. Hat er immer noch über 10 Sekunden Vorsprung, das passt einfach nicht. Ich habe jetzt alle Reifen 97%. Ich würde ungefähr bis 40% dann abfahren.
32,5 und der hat eine 31er gefahren.36% für 17 Runden bremsen. Das ist eigentlich auch etwas mulmig. Das hoffe ich. Pro Runde verliere ich jetzt 1%. Das ist wieder mehr als 1%. Der Abstand bleibt doch zu Dennis irgendwie. 12,5 Sekunden. Prozent pro Runde verliere ich jetzt vorne links, also ganz beide vorne.
mir langsam, was das angeht, große Sorgen. Kommt schon früher und weniger eigentlich. Was den Abstand angeht, Dennis anscheinend auch. Jetzt 1,2%, jetzt habe ich nur noch 31. Wir haben noch 14 Runden. Na, ja, ich jetzt auch. Im Drittel sind ja 33%. Was hast du jetzt für eine Kühlung? 3? Ja, Fernandes. Bremsdruck 95. Scheiben 2,8. Dann verstehe ich diesen Mod nicht. Ich habe Kühlung 5, Scheiben 2,8. 95 Bremsdruck. Und ich drehe ja Bremspedal nie komplett durch. Und ich habe noch 30,7 jetzt vorne. Auch eigentlich auf die Topspeed angegangen. Ich habe ja eigentlich immer die höchste jetzt hier. Der Stahl ist auf 52. Massiv auf Dennis aufgeholt. Ja, ich glaube, der hat sich gedreht. Oder er war in der Box. 13 Sekunden. Dem ist irgendwas passiert. 4 Sekunden jetzt. Oder sind ihm die Bremsen flach? Ich weiß nicht, bin nur noch 4 Sekunden hinter. Ich kann ja jetzt auch nicht pushen, ich habe ja selber nur noch 29,9. Oder er hat keinen Sprit. Aber der hat 205 mitgenommen, ich habe 207, das reicht. Was für eine abgefuckte Strecke, unnötig. Mitten in der Wüste, wer kommt denn da schon hin, außer diese reichen Wichser von Scheiche? Oder der hat sich irgendwie gedreht oder so, oder der... Na, er fährt jetzt auch weiter, 4,5. Ja, ich kann ja selber nicht pushen. Ich bin schon bei 150 für die erste Haarnadel. Ja, ja, muss er. Wenn er nicht pusht, der ist auf Medium, der muss noch die Harten fahren.
Er muss doch sowieso in die Box. Ja, wenn die selber schaffen würde, ne? Motor 76, das reicht vollkommen. Hier. Aber beim Start gehen so viele Prozente verloren, das ist nicht wert. Was, du meinst, dass hier kein Arsch fährt? So, du meinst das Rennen? Das mit dem Auto mehr durch die Kurven rollen eigentlich. 27,8. Auf die letzten 10 Runden sollte das, glaube ich, passen. Der Abstand darf jetzt noch nicht wieder zu groß werden. Ein wenig mehr Schlaf würde auch gut tun. Gönn dir. Was sind denn da für eine Kühlung in Abu Dhabi gefahren? Auch so 4-5, oder? Gut, das war auch in Abendstunden. Ja, ich weiß nicht, inwiefern man das vergleichen kann. Das waren ja Abendstunden. Es ging ja in die Nacht, da ist es immer kälter. Der fährt jetzt auch noch die schnellste. Sicherung ist auf 15 Sekunden, dafür sind vielleicht ranwachsen lassen, den Abstand.
Ich glaube, jetzt hat Dennis verstanden, dass er Abstand rausfahren muss. Jetzt pusht er. Ich glaube, der hat vielleicht etwas Speed rausgenommen, um auch vielleicht seine Bremsen und Reifen zu schonen, weil jetzt, ich glaube, schon 9 Sekunden. Der ist jetzt direkt vor mir. Und er fährt noch eine Runde. Ich glaube, der fährt wirklich in der letzten Runde rein. Wir haben 25% Bremsen. Sekunden, fuck. Muss ich auch etwas Gas geben? Ich kann den Abstand nicht zu groß werden lassen. Fuck! Jetzt dreh ich mich. Es gab schon 20 Sekunden, jetzt würde ihm das ausreichen. Ich frag mich da viel eher, wie er mit 60-40 fahren konnte. Wie konnte du das überhaupt? So ein Fahrer. Das ist doch ein Fahrer, wenn du so eine Bremsbalance fährst. Du musst dir doch vorne alles wegblockieren. Kannst du ja anders klären, als so die Dinge zu vollhauen nach vorne. Ja, was jetzt die Fehler angeht, steht jetzt gleich 1-1. Der hat jetzt 20 Sekunden. Aber bis er dann rausfährt, könnte ich ihn vielleicht ja sogar kassieren, auch mit dem, bis er dann mit den kalten Reifen fährt. Mann, runter vom Sand, ey.
Ja, schon nochmal 2 Sekunden verloren. Das kann ich ganz abhaken. Genau, noch mit Körper in dem, super. Macht der Dennis mir ein Geschenk? Verliert Zeit und ich nehme es nicht an. Jetzt war Vati. Geh sogar noch früher vom Gas. Mhm. 23 Sekunden, scheiße, das reicht nicht. Ja, aber das sind 3-4 Sekunden vielleicht, die er dadurch gewinnt, verliert. Ja, und er fährt noch 2-3 Runden. Weil jetzt macht es keinen Sinn, jetzt reinzufahren. Wir haben schon dann nur eine Runde damit. Möglicherweise. Trotzdessen der Abstand jetzt 24 Sekunden. Ja, weil er Zeit auf mich rausfahren muss. Der muss ja noch jetzt rein. Der war nicht auf den harten Reifen. Der muss die gleich abholen. Und der muss die Zeit rausfahren auf mich, damit er vor dem Stop mit den kalten Reifen trotzdem noch vor mir bleiben kann. Und ich glaube, dass ich da auf ihn aufgeholt habe oder den Abstand halten konnte, war ein taktischer Schritt von ihm, dass er einfach nur lockerer gefahren ist, um die Bremsen zu schonen, damit er jetzt halt eben alles rausholen kann. Danke. Alles andere hat jetzt auch gar keinen Sinn mehr. Also jetzt gleich 56.
One left. Das ist jetzt Runde 56. Der fährt jetzt diese Runde rein. Und dann fährt er die eine Runde. Ich habe selber noch 10 Liter. Ich bin 4 Sekunden jetzt hinter ihm. Er hat noch die kalten Reifen, aber da hole ich nichts mehr auf. Spätestens im S hat er die schon. Ohne den Dreher hätte ich ihn locker kassiert. Siebtes Podium. 2-7. Nee. Fuck. Man muss auch fairerweise sagen, hätte er sich nicht gedreht, wäre das auch nicht so eng gewesen. Da wäre mein Dreher letzten Endes auch egal, ich hätte ihn auch so nicht gedreht. Alter! Was war das denn? Ich lieg auf dem Dach. Auf dem Kopf. Was war das denn, ey? Ja, jetzt hat mich hier auf der Tür gestellt. Ich fahre da die Wand entlang und auf einmal zack hoch. Good job, WCP. Dann wäre es das. Ja, habe ich ja gesagt. Das ist ja WCP-Strecke. Fiftieth Grand Prix, second place. Too bad it couldn't. It was not enough to get it done to be first, but well, it was such a close fight. We'd call it in the middle of the first stint, but and beginning of the second. But at the end of the day, he was faster, I think, and I tried to stay close on him to minimize the gap. For a gamble with the strategy, but as I said, it wasn't hard enough, so second place. Now at the end it got close with the brakes. I had to slow down a little bit, I think Colin did it as well, so yeah. 2.5 seconds behind him. I knew he's gonna take the hard tire set on the last lap, and I tried to push as much as I could. But it was maybe a little bit too much, I spun, and this fin was the decider actually, so I think I can be happy with P2 again. Unfortunately having a little bit of
of influence into the championship. But, you know, I'm racing my race, so I think I deserve the second place here due to a solid pace and yeah, my seventh in a row, so. That's it. Ich muss rechts, ne? Bitte? Ja, wo ist denn...